wer jetzt nicht kommt, ist selber schuld. Also, ich möchte gerne den Planeten retten. Ich hoffe, ihr möchtet das auch, zumindest nach meinem Vortrag. Und ich möchte auch, dass ihr ein Gefühl dafür habt, was man dafür braucht. Interessantes Wortspiel ist mir untergekommen. Das ist beim Schreiben der Folien. Irgendwann kam ständig GWP, GWP. Ich dachte, gut, okay, also GPW, da sind wir. Ja, als ich klein war, da hat man mir erzählt, die Welt geht sowieso unter. Das Wasser ist vergiftet, Kinder wurden nicht mehr gestillt, das war zu gefährlich, weil die Menschen in ihren Körpern schon zu viele Gifte hatten. Da war nichts zu machen, eigentlich, aber naja, da hat man doch so Ideen. Man könnte die Raumfahrt vorantreiben, man könnte fahren, fliegen zu fernen Planeten, sich einen neuen suchen, den alten wegschmeißen. Und da würde die Menschheit dann eine Zukunft finden. Alle natürlich, oder so. Ja, aber irgendwann in der Zukunft würde das passieren, irgendwann. Ja. Und es gab auch noch andere Ideen, also es gab sinnvollere Ideen, aber ich war dann Kind. Also das hat mich, war eins von vielen Themen, aber nicht so das Größte, bis ich dann heranwuchs. Und so wie ich das sehe, wenn ich zurückgucke, dann sind diese Ideen nicht umgesetzt worden. Also nichts, gar nichts. Ja, schade eigentlich. Als ich den Talk schrieb, hatte ich nicht so viel Internetzugang, keine, nicht so viele Bilder, leider. Und das Problem mit den Problemen der Zukunft ist, die Zukunft, die können wir uns irgendwie vorstellen, aber das ist ein Gedanke, der Gedanke ist dann wieder weg und dann passiert nichts. Man stellt sich mal vor, da ist ja noch Zeit davor, die Zukunft, das ist dann irgendwann, das ist jetzt nicht, dass man jetzt angeht, weil man Zeit hat, man kann das also mit Recht und Fug und in Ruhe verschieben, gar kein Problem. Und irgendwann, bevor es zu spät ist, wird man sich damit dann beschäftigen. Jetzt sind aber 40 Jahre vergangen. Und das, was wir uns damals als Zukunft vorgestellt haben, das ist jetzt, also oder vor ein paar Jahren oder so. Ja, ja. Und die Zukunft hat dazu geführt, dass die Temperatur der Welt in nicht ganz, aber so ungefähr der Zeit um 1 Grad Celsius geklettert ist. Auch noch nicht ganz 0,9 irgendwas, aber nah genug dran und leider ist die Kurve exponentiell. Das heißt, in 2050 haben wir dann 2,24 Grad, in 2100 haben wir dann 4,83 Grad. Klingt alles nicht so schlimm. Wir haben es ja gerne auch warm, ne? Aber es gibt da diesen Greenhouse-Effekt, das ist der Treibhauseffekt. Und das Erwärmen wird immer stärker. Treibhäuser baut man deswegen, dass man besser Pflanzen heranziehen kann. Die sollen es warm und nicht allzu windig haben. Und die Idee ist, die Sonne und das Licht, das man braucht, das kommt noch rein, aber die Wärme, die geht nicht mehr raus. Und das ist, was passiert mit den Treibhausgasen. Genau. 1 Grad hatte ich ja schon gesagt. Da schmelzen dann die Polarkappen ab und das haben sie schon um fast 50%. Wenn da immer mehr Wasser ins Meer kommt, dann steigt das Meer auch an. 8 cm ist das Wasser gestiegen. Schaut euch mal Venedig an, falls ihr früher mal als Kind da wart. Ich war es leider nicht. Ostfriesisch, ja, holländisch vor ein paar hundert Jahren. Ja. Genau, und die Temperatur des Ozeans und die Säurewerte, die steigen. Und da bräuchte ich noch irgendwie, ja, gut, okay. Und es gibt wohl tatsächlich häufiger, also nur häufiger, nicht unbedingt schlimmer, häufiger extrem starke Regenfälle. Unter anderem dadurch bedingt, aber nicht nur dadurch bedingt, immer häufiger Überflutungen und genau das Gegenteil, auch häufigere Trockenheiten. Okay, sehr unangenehm alles ja. Gut, nochmal zurück zu den Treibhausgasen. Da gibt es einen ganzen Haufen davon und mit einigen haben wir angefangen aufzuräumen und das ist mal, um was Positives zu sagen, also so ein paar von diesen Treibhausgasen, die die Ozonschicht kaputt machen, sind wir in den meisten industriellen Prozessen losgeworden, aber leider nicht in der Landwirtschaft. Und ja, Kohlenstoffdioxid, allgemein sagen wir Kohlendioxid, ja, Methan. Und wenn man da so guckt, die bleiben in der Atmosphäre teilweise so um die 100 Jahre, teilweise auch nur so um die 12 Jahre, immer noch genug.
Aber für diesen Talk ist am interessantesten Kohlendioxid, weil das so eine Stellschraube ist, an der wir drehen. Wir drehen im Augenblick kräftig auf. Genau. Kurz, was der Treibhauseffekt ist. Die Strahlen der Sonne, die kommen hinein. Diese Hitze, die zurück abgestrahlt wird von der Erdoberfläche, vom Wasser, von allem anderen, die wird aber dann in der Atmosphäre wieder zurückgebrochen und dann wieder vom Boden wieder hoch und es bleibt also drin, es geht hin und her. Und es gibt tatsächlich immer noch Leute, die glauben, das wäre was Erfundenes, das wäre so ein Märchen. Und falls ihr mal so Leute kennenlernt, dann passt bitte auf. Es gibt einen sehr einfachen Test, den kann man machen, wenn man so einen passenden Korken, zwei gleiche Flaschen hat. Und ein Flaschenthermometer heißt das, also ein Thermometer, das durch einen Korken passt, oder ihr macht ein Loch rein und macht es sorgfältig zu. Zwei gleiche Flaschen, Luft drin, Thermometer durch den Korken zumachen, eine wieder aufmachen, ein bisschen CO2 aus dem Haushalt von so einem Wasserspuler oder ähnliches dort einfügen, egal wie viel, das passt schon. Korken wieder drauf, ins Fenster nebeneinander stellen, wo die Sonne reinschaut, scheint, oder wenn das nicht geht, so eine Infrarot-Heizlampe oder sowas drüber tun, sollte aber eine Hitzestrahle, Strahlungsquelle sein. Und dann guckt man sich an, was da passiert, und es geht ganz schnell. Die Temperatur steigt an, das Thermometer klettert hoch, aber man sieht sofort in der einen, mit dem extra CO2, da steigt sie schneller. Und dann guckt man sich das ein paar Minuten an. Ich habe vergessen, so, es ist nicht ewig viel, 6 Minuten vielleicht auch nur 3 Minuten. Und dann hört es auf und dann hat es eine Temperatur erreicht. Je nachdem, was ihr da habt, so wie die Sonne scheint, keine Ahnung, könnten 30 Grad, 37 Grad, was auch immer sein, wie auch immer die Zimmertemperatur ist, da hört es dann auf. Aber das mit dem CO2 ist immer ein paar Grad, je nachdem, was ihr reingetan habt, höher an der Oberkante als das mit dem ohne. Und da habt ihr es quasi zu Hause nachgebaut. Das passiert leider so in der Atmosphäre mit dem ganzen Planeten als Treibhaus. Ja, was habe ich hier? Oh, irgendwas ist hier durcheinander. Gut, also irgendwie sind meine Slides durcheinander gekommen. Ich mache es in der Reihenfolge, wie ich die jetzt vor mir habe. Dass das Meer ansteigt, heißt, dass wir ganz viel Land, in dem Menschen leben, verlieren werden. Das passiert sehr wahrscheinlich in den Niederlanden, in Belgien, in Norddeutschland, in Nordfrankreich. Aber da, wo man das eh schon kennt, in Bangladesch, die pazifischen Inseln, gibt es dann nicht mehr. Zumindest die wir kennen. Vielleicht entstehen ein paar neue, wo vorher Landmassen waren. Und ganz viele Städte an den Küsten haben Riesenprobleme. Und Verlust von größeren Landmassen bedeutet, dass es massive Völkerwanderung gibt. Ja, ich meine, vielleicht werden die Menschen ja auch schlauer bis dahin, aber sie müssen schnell schlauer werden. Ja? Ah, ja, gut. Ich sage ja, ein bisschen träumen muss man, also ohne ein bisschen träumen kommt man nicht auf neue gute Ideen. Aber, ja? Also das bedeutet aber auch, dass für die Essensproduktion nicht mehr so viel Land zur Verfügung steht und das typischerweise führt zu Hungersnoten, zu politischer Unruhe und eventuell Kriegen. Und eigentlich alles, was mit Klimawandel zu tun hat, das läuft am Ende auf Hungersnot, Unruhe, Migration, Kriege hinaus. Wenn der Ozean sich weiter entwärmt, bedeutet das mehr Regen im Winter, weniger Regen im Sommer, noch mehr besondere Regenfall-Events, wie wir die jetzt so haben. Und die Gefahr, dass der europäische Kontinent das macht, was so der Norden von Nordamerika macht, nämlich ganz stark abkühlen. Und das würde bedeuten, schon wieder weniger Lebensmittelproduktion und diesen ganzen Rattenschwanz hinten dran. Wenn der Ozean saurer wird, dann bedeutet das, dass Riffe kollabieren werden, dass es weniger Fisch gibt. Und noch so einiges mehr, aber das Slide war zu Ende. Genau, starke... Wenn das so wäre, sie schmelzen ja schon, wenn das so wäre, dann dürfte der Ozean ja nicht saurer werden. Aber tut's trotzdem. Trotzdem schmelzen Polkappen. Das ist unfair. Finde ich auch. Das ist eh alles unfair hier. Also zumindest dieser Bergabwärtsteil, den ich hier gerade vortrage. Ja, starke Regenfälle führen öfters mal zu ein paar Toten. Auch wieder Verlust von bebaubarem Land. Fallen Ernten aus, gibt es möglicherweise Hungersnöte. Mehr Trockenheit, gibt wieder schlechte Ernten,
und möglicherweise Hungersnöte. Das ist ganz nah. Also das letzte Jahr war unglaublich trocken. Im Augenblick ist drin, dass in Italien die fehlenden Ernten des vergangenen Jahres dazu führen, dass die extrem importieren müssen. Also ist alles nicht lustig. Dass der Boden saurer wird und schlechtere Qualität hat, führt wieder zu weniger Essen, das wir erzeugen können. Da will ich gerade mal kurz die Hände hochhalten. Weiß irgendjemand, dass die Welt seit so ungefähr 10 Jahren es endlich schafft, alle zu ernähren? Also zumindest von der Menge. Dass wir haben eine... Wenn wir es auch noch richtig verteilen täten. Das, was die wenigsten wissen, ist, wir verteilen schon viel besser. Und zwar nicht die gutherzigen Christen haben das so nach Afrika getragen oder nach Südostasien, sondern die Absatzmärkte suchen den Chinesen. Also geht, läuft. Hunger gibt es bald nicht mehr. Echt? Na gut. Okay, also die Gefahr ist, das bleibt nicht unbedingt so, dass wir alle ernähren können. Das ist jetzt gerade sehr schön, wir sollten uns da drin nicht sonnen, sondern darüber nachdenken, dass das bitte so bleibt. Okay, gut, also jetzt Schluss mit dem Bergab, ja, also sonst wird es mir auch zu sehr heiß-kalt hier. Wir müssen raus aus der Dunkelheit, wollen wir mal gucken, was gibt es da Helles, Schönes, was ist sexy, was lockt uns an? Ha, Öl. Ja, okay, da, nicht Öl alleine. Das ist auch nicht so hell, ja, okay. Wir können eine ganze Menge lernen von der Ölindustrie, und zwar darüber, wie man, was ist Geological Engineering auf Deutsch? Ja, eigentlich muss ich das wissen. Okay, also Ingenieurwissen in Geologie. Ingenieurgeologie, danke. Also wenn ich die Slides dann noch auf Deutsch übersetzen soll. Okay, ich finde das raus, bevor ich es übersetze. Ja. Also als ich klein war, da habe ich angefangen. Da habe ich so Bilder gezeigt bekommen und so erklärt bekommen. Da waren so große unterirdische Höhlen und da drinnen schwammen Seen voller Öl. Und da hat man dann von oben Löcher reingebohrt und da hat man Wasser da reingedrückt. Und das hat das Öl hin nach oben gebracht. Und die Geschichte war damals gut genug. Tatsächlich lebt das Öl nicht in großen Seen, sondern in winzig kleinen Poren im Stein. Und zwar in dem Stein, den man normalerweise Solid Rock nennt, der aber gar nicht solide ist, sondern hart genug, aber trotzdem porös. Und das Gleiche gilt auch für Erdgas. Das hat auch unter dem ganzen geologischen Druck, der da von oben drauf lastet, das ist in bis zu 4 Kilometer Tiefe, da ist jede Menge Druck drauf, den Wunsch nach oben zu kommen. Und dass es das noch nicht gemacht hat über die letzten 40.000 Jahre, kann nur daran liegen, dass es das nicht konnte, weil irgendeine geologische Schicht es dran gehindert hat und unten festgehalten hat. Und unser Prospecting, unser Herausholen von diesen fossilen Materialien ist halt aber ein Loch reinzubohren, also den Weg hinauf zu schaffen und dann nochmal Druck erhöhen, dass es dann auch rauskommt. Genau, und eine von den beliebtesten geologischen Strukturen ist der Dom, die Kuppel. Da ist eine Kuppel und oben auf der Kuppel liegt ein Gestein, das möglichst gar nichts durchlässt und darunter liegt ein Gestein, das möglichst was Wertvolles enthält, nämlich Öl oder Erdgas oder beides. Und dann muss man eigentlich so eine Kuppel finden und das macht man mit so einer Form von Echolot. Man sucht also die Erde ab, wie denn die geologischen Strukturen in der Tiefe, und die Tiefe ist oft genug 3-4 Kilometer tief, da ist. Und immer wenn man sowas findet, wo es eine größere Struktur von so einer Kuppel gibt, dann nimmt man an, da gibt es Öl und Gas. Okay, genau. Das Kindermärchen mit dem Druckwasser, das da reinkommt, das stimmt soweit oder stimmte soweit. Da hat man aber festgestellt, man kriegt nur die Hälfte von dem Öl raus. Wasser und Öl, das ist nicht so gut. Und da musste man sich neue Wege suchen. Ja, was ist hier los? Irgendwie fehlt wieder eine Slide. Ja. Okay, die Slides sind irgendwie falsch rum. Kann ich mir nicht vorstellen, warum. Habe ich eben Mist gebaut. Gut. Man hat also nach Methoden gesucht, wie kriegt man diese anderen 50% des Öls denn jetzt auch noch raus. Und da hat man verschiedene Methoden gefunden und ausgerechnet ein Gas namens Kohlenstoffdioxid hat sich am besten erwiesen, um da das Öl dann da rauszuholen. Das hat sehr gut funktioniert, das macht man bis heute so. Das Ende der 60er Jahre hat man damit angefangen. Also das ist 50 Jahre her.
Genau, wenn dann dieser Müll namens CO2 da seine Arbeit gemacht hat, dann bleibt er da einfach, weil warum soll man ihn wiederholen? CO2 hat auch einen Wert, aber nicht diesen Wert, dass man es wieder rausholen würde, das bleibt dann da einfach, ja. CO2, ja, hatte ich ja vor auf einer Folie. Ist nicht direkt CO2, aber man verbindet es damit. Sprudelwasser. Genau, wenn man diese Lücken dann wieder füllt, und das geht bei den meisten modernen Ölfeldern, bei den ganz alten hat man zu viele Löcher gebohrt, da ist man sich nicht sicher, ob man das noch hinkriegt. Aber bei den meisten Ölfeldern kann man das dann auch wieder versiegeln. Und dann tut es das gleiche wie das Öl, das bleibt da Zehntausende von Jahren da unten. Okay. Genau, viel von dem, was für Öl gilt, gilt genauso für Erdgas. Bei Erdgas ist aber ein Unterschied. Wenn wir das Erdgas da rauspumpen, dann kommt auch wieder CO2 raus. Und da brauchte man dann chemische Tricks, sogenannte Aminosolvenz, wie heißen die auf Deutsch? Egal. Also, es gibt Katalysatoren, die man da gefunden hat, die es gut erlauben, das CO2 aus dem Erdgas herauszubekommen. Das Erdgas muss eh noch gereinigt werden, aber damit holt man es da wieder weg. Okay, ja, dann zurück zu den Themen von eben, die Temperaturen, die steigen. Das Klima hat sich verändert über die Äonen, über geologische Epochen, all sowas. Aber es ist Millionen von Jahren ziemlich stabil geblieben. Und ja, seit den 1900ern, genau genommen sogar seit 1950 ungefähr, hat sich da die Temperatur um 1 Grad fast erhöht. Und das letzte Mal, dass wir so viel CO2 wie jetzt in die Atmosphäre gepumpt hatten, das heißt, wir waren es gar nicht, es waren unsere Vorgänger, das ist schon 66 Millionen Jahre her. Das heißt, so ein Wandel, den wir jetzt haben, der ist nicht ganz normal. Also das, ja, das letzte Mal, dass wir so viel CO2 in der Luft hatten wie jetzt, ist 3 Millionen Jahre her. Ich hoffe, da kommt's. Okay. Also, wie viel CO2 geht denn da in die Luft? Das ist enorm. Das sind Milliarden Tonnen. Ja. So. Wo kommt's her? Wieso geht das dahin? 92% von dem CO2, das wir in die Luft schicken, sind Rückstände von verbrennenden Dingen. Und 8% kommen aus Zementwerken. Also 8 gegen 92, aber 8 ist groß genug, dass man sich damit beschäftigt. Die Zementwerke, die brauchen Hitze, die verbrennen was, das ist aber nur die Hälfte von dem, was sie machen. Da kommen 4% von den 8% her. Und das andere kommt direkt aus dem Kalk, denn Kalk ist auch ein Stein, der ist auch porös und der schließt da Gase ein, und zwar CO2. Also nochmal korrigiert, also 96% verbrennen, 4% Kalk. Was ist denn Kalk? Kalk ist Knochen von Tieren, die mal gelebt haben. Und alles Leben auf der Erde basiert auf Kohlenstoff. Oh, das weißt du ja, ich habe mir auch daran gezweifelt. Das meiste besteht aus Kohlenstoff. Das ist in uns drin, das ist in all den Tieren drin, in den Pflanzen drin. Also eigentlich ist Kohlenstoff nichts Böses, das ist Grundlage des Lebens. Ja, gut, angenommen, wir hören jetzt auf, irgendwas alles möglich zu verbrennen, wir brauchen aber immer noch Zement, also Beton vor allen Dingen, dann bleiben die 4% von den Kalkwerken, die kriegen wir nicht weg. So. Könnten wir denn nicht aufhören, Dinge zu verbrennen überhaupt, wie ich gerade vorgeschlagen habe? Der Talk ist lang genug, das mit dem Schwefel und so habe ich weggelassen. Okay, also wir verbrennen hauptsächlich Kohle, Öl, Biomasse und Erdgas. Okay, und zwar, das sind die Zusammensetzungen. Man kann da sehen, ganz oben, top ist Stromgewinnung. Die Industrie ist nicht das Schlimmste. Autos und Co., Transport 20%, auch nicht doof, ne? Heizung, da drin ist auch Kochen. Also nicht nur Heizung, Kochen ist auch nicht unwichtig. Ja? Heizung und Kochen.
immerhin noch so knapp 13% Land Use, das ist das CO2, das im Forstbetrieb in Deutschland, vor allen Dingen Forstbetrieb, in die Luft geht. Bäume, die sterben, da geht CO2 in die Luft. Die Idee, dass man das CO2 aus der Luft nimmt, indem man viele Bäume anpflanzt, die ist schön, weil ich grün mag, aber die Bäume sterben auch wieder. Das ist sehr kurzfristig und es ist nicht skaliert, überhaupt nicht, leider. Der Fossil Fuel Handling. Hast du es nicht aufgehört? Ja. Es geht nur um CO2. Du hast recht, also es sieht dann anders aus, wenn man alle Treibhausgase betrachtet, ja. Ich habe mich am Anfang entschlossen, ich gehe nur auf CO2, weil das der größte Hebel ist, der gerade da ist. Wenn die Utopie oder beziehungsweise das gerade Werdende mit dem CO2 denn klappt, dann können wir uns auf Methan und Lachgas stürzen. Da ist auch was zu machen, aber der größte Hebel ist echt CO2 und deswegen, und auch das größte Problem im Moment, deswegen fängt man damit am besten an. Genau, und das Verarbeiten von fossilen Brennstoffen. Genau, also man kann sich ja vorstellen, wir stellen den Strom jetzt mit erneuerbaren Energien her. Dann verschwinden aus dem Topf der 100% CO2-Ausstöße, verschwinden gleich mal knapp 30. Das wäre gut. Echt gut. Da gibt es das ganz kleine Problem, dass wir im Moment, das noch in sehr vielen Köpfen drin ist und auch in der Problematik immer wieder auftaucht, dass man beachten muss, wir brauchen Energiesicherheit. Das heißt, der Strom darf nicht mal ausfallen, wenn zufälligerweise gerade, was weiß ich, die Flussläufe einfrieren, gleichzeitig der Wind aufhört zu blasen und die Sonne nicht scheint. Also das wäre doof. Und für solche Fälle gibt es auch immer noch Gaskraftwerke, auch um das schnell ausgleichen zu können. Auch eine Technologie, die man sehr gut kennt in der Stromgewinnung, deswegen möchte man daran gerne festhalten, so lange wie es geht. Und viele denken, ganz los werden wir das überhaupt nicht, aber würde ich jetzt mal nicht sagen. Aber Gas ist als Verunreiniger halb so schlimm wie Kohle, also das ist schon deutlich besser. Gut, Fakten über erneuerbare Energien, die nicht jeder kennt. Also was gibt es da? Es gibt da auch noch mehr, aber ich habe die weggelassen, die wieder CO2 erzeugen. Nehmen wir nur erneuerbare Energien oder Methan erzeugen. Nehmen wir nur die wirklich clean sind. Solarkraft, Wind, Wasserkraft, Geothermie, Gezeitenkraft und Wellenkraft. Wellenkraft schafft keine besonders großen Ströme, das ist einfach nur, jeder größere Topf voller Wasser hat Wellen. Und wenn man da irgendwann einen Schwimmer drauf legt, dann geht er die ganze Zeit so. Und kein Wind und keine Sonne und kein Eis, doch. Gut, aber nicht beim Meer. Beeinflusst das, das geht immer weiter, das ist konstant, da gibt es keine Unterbrechung. Also das Gute an den ganzen Dingen, was früher immer völlig außer Acht gelassen wurde in den Vergleichen, ist, man braucht keinen Treibstoff mehr, es gibt keinen Abfall mehr. Man braucht weniger Leute, das ist nicht für alle gut, kommt auf die politische Partei an. Was in der ersten Welt, in der wir leben, nicht so ganz so wichtig ist, ist, sie sind sicherer, es gibt weniger Unfälle, aber in weniger entwickelten Ländern ist das ein Riesenproblem. Kohle ist extrem tödlich in anderen Ländern. Und ganz wichtig, es ist die billigste Methode, Energie zu erzeugen heutzutage. Das war lange teurer, das ist überhaupt nicht mehr so. Jetzt kommt es auf Subventionen an, doch ist so. Wenn es Subventionen in fossile Energie gibt, dann kann es sein, dass die knapp besser abschneiden mag. Dann sollte man die vielleicht streichen. Gut, also ist der bessere Deal. Es ist ein Riesenbusiness, aus eben den genannten Gründen. Jedes Jahr, da ist ein Tippfehler, es sind leider nicht 19-60% Anstieg, es sind nur 10-60%, aber 10 sind auch nicht schlecht, ja, jedes Jahr. Also wenn, gibt genug Leute, die fragen, wohin mit dem Geld, also ja, ich wüsste was. Gut. Der ganze Markt, also die Umsätze. Genau. Können wir noch irgendwas anderes durch saubere Energie ersetzen? Das Heizen, das Kochen könnten wir mit Strom tun. Das ist im Augenblick, wo wir dafür für Strom Kohle und Öl verbrennen, eine ganz doofe Idee. Aber wenn wir das erstmal nicht mehr tun, ist das eine gute Idee. Ja, und dann kommen wir schon bald auf die Hälfte der Zahlen. Und wenn wir es dann schaffen, die saubere Energie flüssig zu kriegen oder fest,
Und da ist eine Idee, dass man mit sauberem Strom Wasserstoff erzeugt als neuer Energieträger. Den kann man verbrennen, ohne dabei echten Müll zu erzeugen. Da kommt nur Wasser bei rum. Dann könnte man auch Teile oder vielleicht sogar den ganzen Transport und Teile der industriellen Produktion damit ersetzen. Und zwar, da waren eben die Zementwerke, von denen kriegt man halt nur die Hälfte. Die Stahlwerke, die da irgendwo klein mit 7% standen, 7% ist so ähnlich wie 8%, ist groß genug von 100, um sich damit zu beschäftigen. Die wären ein wichtiges Ziel. Und dann käme man so, ja, 70% könnte man schaffen. Dann ist die Rechnung, ja, und wenn wir jetzt nur noch ein Viertel von dem ganzen fossilen Treibstoff brauchen, ja, dann bleiben dann noch 20% von dem jetzigen 100, also noch ein 50, also noch ein Fünftel übrig. Das wäre doch fantastisch. Ganz fantastisch. Ist tatsächlich sogar so der Plan. Aber es geht nicht schnell genug. Während wir das machen, da heizt sich der Planet weiter auf. Und wenn diese eine Lösung es nicht schafft, ja, dann brauchen wir noch eine andere. Also, die war nicht schlecht, die machen wir trotzdem. Aber wir kommen nicht an, nicht schnell genug, brauchen also mehr Hilfe aus den guten Ideen. Und deswegen denke ich, muss man ein bisschen träumen, sonst kommt man nicht auf die guten Ideen. Da gibt es so eine Schweizer Firma namens Climeworks, die macht das vor. Die sagt, wir verkaufen Kohlenstoffdioxid, weil das braucht man an allen möglichen Ecken. Das braucht man in Treibhäusern, um die Pflanzen wachsen zu lassen. Das braucht man, um das Kribbelgas in den Sprudel herzustellen. Und an anderen Stellen braucht man es auch noch. Und dafür bezahlen manche Leute Geld, obwohl es an anderen Stellen Abfall ist. Und da wir an den Abfall nicht rankommen, haben uns was anderes Schlaues ausgedacht. Wir filtern das mit Tricks aus der Luft heraus. Und jetzt sagen sie uns, wenn wir das da rausfinden, brauchen wir auch den Antriebsstoff. Das heißt, was macht ihr denn da? Verbrennt ihr Diesel? Ja. Aha. Und was ist mit den Abgasen von dem Diesel? Ja, wir sind doch nicht blöd. Den CO2 nehmen wir auch gleich mit. Den lassen wir doch nicht in die Luft gehen. Das heißt, klimaneutral wird CO2 produziert. Gute Idee. Das gibt's. Die sind auch irre populär. Also viele, viele, viele Unis haben so ein Ding. Also nicht den kompletten Aufbau, sondern da so ein, wie viel ist das? Habe ich jetzt nicht so genau. 6 mal 3. Also ein 36stel, nee, ein 18stel davon haben sie meistens so rumstehen. Manche haben auch mehr davon rumstehen. Es gibt auch manche, die haben ganze Wände damit voll. Also das hat man heutzutage. Das gibt's, kann man sich anschauen. Funktioniert. Braucht sehr, sehr wenig Energie und kommt CO2 raus. Was macht man damit? Na gut, okay, und dann gleich die Idee, die natürlich auch hatten, warum das CO2 nicht da abgreifen, wo wir direkt verbrennen, und insbesondere da, dann, wenn wir viel verbrennen, das machen wir, haben wir eben die Liste gesehen, hauptsächlich in Kraftwerken und dann am zweitmeisten in Stahl- und Zementwerken. Naja, das wäre doch auch eine Idee. Ja. Genau, aber wie macht man das? Vor einem Viertel-Talk, da hatten wir eine Slide, wo man von dem Erdgas, das man aus dem Boden holt, ja leider das CO2 rausholen muss. Und jetzt ist Luft und Abgas ist auch irgendwie ein Gasgemisch. Und witzigerweise funktionieren die gleichen Prozesse, um auch da das CO2 rauszuholen. Das heißt, einfach in den Schornstein die Apparatur, die man sonst für das Veredeln von Erdgas braucht, hinein und schon hat man das. So. Okay, und das gibt's schon, das gibt's so in so um die 40 größeren Facilities, in größeren Werken, hauptsächlich in der Stromproduktion, ganz, ganz wenig in der Stahlproduktion und auch ganz wenig in der Betonproduktion, aber da gab es gerade große Annoncen, dass europäische Konzerne in den Niederlanden da die ersten Stahlwerke bauen wollen, Zementwerke bauen wollen, die CO2-frei sind. Genau, und wohin mit dem ganzen CO2? Ja, da nochmal wieder vor einem Viertel-Talk, da hatten wir das, dass man CO2 in den Boden pumpt, um das Öl rauskriegt und um das Gas rauszukriegen. Und genau da könnte man das CO2 auch versenken, indem man einfach noch mehr reintut als nötig. Und dann sagen, ja, da sagen die Politiker, das ist irgendwelche Raumfahrttechnologie, das kriegen wir doch nie und nimmer hin, aber wir machen das ja schon seit 60 Jahren, also oder 50 Jahren, also bitte. Lasst euch nicht davon abbringen, wenn euch irgendjemand erzählt, das ist eine Spinnerei. Das geht wirklich, das wird ja auch schon gemacht. Ja. Ja, nee. Okay. Ja, jetzt hatten wir da eben den Grafen, der sagte, mehr als 10 Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr. Ja, und dafür reichen unsere Ölfelder leider nicht aus. Ja.
auch ein sehr guter Gedanke. Und trotzdem hält man dran fest, denn diese Kuppelstruktur ist ja nur eine geologische Struktur, in der man CO2 versenken könnte. Nur weil sich genau da das Öl findet, heißt nicht, dass andere Strukturen nicht auch tauglich sind. Da gibt es die sogenannten Aquifer, da muss man auf Deutsch echt aufpassen, weil das offiziell übersetzt wird mit Grundwasserleitern und das klingt wie Trinkwasserleiter. Das ist aber nicht gemeint, das ist was anderes. Aquifer ist sowas wie ein gigantischer Kohleflöz mit Wasser drin. Gigantisch, weil der über hunderte Kilometer durch die Erde geht, zum Teil. Und im Verlauf dieser Wasserflöze sozusagen befinden sich die ganzen Ölfelder, in der Nordsee zum Beispiel. Davon gibt es eine ganze Menge, welche mit und welche ohne Öl, zumindest ohne bekanntes Öl. Und da ist genug Platz für diese gigantischen Mengen von CO2. Man muss sie nur alle finden. Die Technologie, die man fürs Öl ja jetzt schon da hat, wo es das Öl gab oder gibt, die müsste man auch dort aufbauen. Ist was zu tun. Und was hatten wir? In so einer Kuppelstruktur bleibt Öl für Zehntausende, 40.000 Jahre. Das kann man damit rechnen, dass das CO2 auch so lange da bleiben würde. In der Atmosphäre würde es 100 Jahre bleiben. Das heißt, wir hätten echt was gewonnen, wenn wir es da versenken können. Jetzt kriegen wir nicht alles in diese Kuppelstrukturen rein. In den Aquifers geht man davon aus, dass es immer noch Tausende von Jahre sind. Da hat man dann trotzdem noch was gewonnen. Genau. Aber all diese schöne Verwandlung, die passiert nicht schnell genug. Die passiert auch nicht von selber. Die braucht euch. Wäre schön, wenn ihr das in den Köpfen behaltet und guckt, wenn euch irgendwas davon wieder unterkommt, euch zu interessieren. Solltet ihr einen Job in der Ölindustrie annehmen, auch die brauchen Cloud-Services, dann sagt, ja, mache ich, aber ich möchte was über das Verstauen von Kohlenstoffdioxid im Grund, im Boden lernen. In der Energieproduktion, passt auf, dass ihr bei den erneuerbaren Energien landet. Falls ihr bei den fossilen Energien landet, dann kümmert euch um das Kohlenstoffabfangen. Wenn neue Werke gebaut werden, baut sie doch gleich CO2-neutral. Das kostet echt nahezu nichts. Nur wenn man es nicht macht, dann ist halt nicht da und dann wird es teuer. Wenn was erneuert wird, ja, das kostet natürlich sowieso Geld und dann ist es auch nicht so teuer, das wieder CO2-neutral zu machen. Und wenn ihr jemanden kennt, der unbedingt Geld investieren will und das große Problem haben, dass viele Leute mit viel Geld haben, dass sie nicht wissen, wohin damit, dann bitte in innovative Technologien, weil dann ist es vielleicht auch in 20 Jahren noch was wert. Da hatten wir doch gerade vor ein paar Jahren die COP21, die Pariser Konferenz, die beschlossen hat, dass wir verbindliche Klimaziele brauchen für alle Länder, die daran teilnehmen und auch die, die sich später anschließen wollen. Und das war ein Riesenerfolg. Zum ersten Mal ist festgelegt worden, nicht nur was erreicht werden soll, sondern auch wie es erreicht werden soll, wer es erreichen soll, mit dem Versprechen, es zu tun oder andernfalls 3% aller Steuereinnahmen an die UN abzugeben. So, klingt gut, hm? Klingt sehr vielversprechend, aber wir waren an dieser Stelle schon viel häufiger, nur nicht so konkret. 195 Nationen und die EU, das heißt, wir alle sind abgedeckt. Unser aller Regierungen haben das gesagt. Sie haben beschlossen und versprochen, dass das globale Erderwärmung nicht 1,5% Grad Celsius überschreiten darf. Und auch gesagt, wie sie es machen wollen. Eine leere Slide. Was ist hier passiert? Ja, leider stimmten die Daten nicht. Hm? Ja, gut. Sein Versprechen, die anderen Nationen können drauf pochen. Also wenn dein Land nicht gefällt, sag mal, die haben ihre Ziele nicht erreicht. Gut, leider, die Daten waren nicht ganz exakt. Es sind also doch eher so 2 Grad und ein bisschen mehr, was da draus wird, wenn man es so macht, wie da abgesprochen worden ist. Okay. 4 Jahre später, fast alle Länder sind irgendwo hinten an mit ihrem Plan. Ich möchte heulen. Wir reden darüber, ob wir es überhaupt machen wollen, ob sich das lohnt. Oder ob wir nicht lieber zahlen, wir sind ja flüssig. Nee. Genau.
Nachdem man sich in Paris so gut verständigt hat, hat man sich gleich nochmal getroffen und das Ganze umgesetzt in 17 Sustainable Development Goals oder kurz SDGs. Da sind eine ganze Menge guter Ideen drin. Man hat schon vor längerem angefangen, darüber nachzudenken, dass es ziemlich schwierig ist, jemandem, der sein Holz irgendwo im Wald sammeln muss oder erstmal durch die Wüste läuft, um im Wald sein Holz zu sammeln, damit er irgendwas kochen kann, auszureden, er soll nichts mehr verbrennen. Ja, dass man, wo uns die Chinesen das vorgemacht hat, wie man den Hunger eliminiert, dass man auch gleich weitermacht und bitte gleich die schlimmste Armut auch eliminiert. Wenn man die dazu bringt, mit Strom zu kochen, dann müssen die nicht nur Rechnungen bezahlen, sondern man kann ihnen auch erneuerbare Energien für den Strom andrehen. Auch das. Sehr gut, das ist noch nicht Thema von meinem Talk. Aber auch das wird gemacht. Also da gibt es Initiativen auch aus Europa, die Business in Afrika damit machen, den Leuten ihre eigenen Mini-Grids zu verkaufen. Und dann sind sie autark. Ja, und noch sehr viel mehr. Also kein Hunger mehr, gute Ausbildung für alle. Ja, es ist zu schön, um wahr zu sein. Aber es wird was damit gemacht. Also, ja. Die Bedingung war, das sollte nationales Gesetz werden. Das ist in Deutschland nicht passiert bisher. Ich fürchte, sogar die Briten sind uns da voraus. Ja, ausgerechnet. Ja. Wie macht man das denn? Wie bringt man denn jetzt Privatwirtschaft dazu oder auch ganz normale Leute dazu, sich dem anzuschließen, da was zu machen? Und normalerweise gibt es dann Geld vom Staat dafür, dass man sich Solarzellen aufs Dach tut oder was tut. Oder für einen Unternehmer, der sagt, er will jetzt eine CO2-freie Fabrik irgendwo aufbauen, da sollte es Unterstützung geben, so machen es andere Länder. Und dafür zahlen sie dann weniger Steuern nachher, unter Umständen. Oder zumindest eins davon. Der Chef von der ENBW sagt das seit Jahren. Der sagt, das ist ein Witz, das muss viel teurer werden. Ja. Genau. Das wäre die Idee der Strafen. Aber das, was die Demokratien lieber machen, ist Anreize. Okay. Genau. Ja. Eure Politiker brauchen euch. Ihr müsst denen sagen, was sie versprochen haben. Dann haben sie schon wieder vergessen. Müsst denen auch sagen, dass ihr das braucht und dass ihr das wollt und die bitte schön was in Gesetze bringen, was euch einen Anreiz bringt, das auch zu machen. Finanziell möglichst. Das verstehen die. Kennt ihr Greta Thunberg? Wenn nicht, guckt euch das Video auf dem COP24 in Katowice an. Das ist so wahnsinnig. Ja. Eine 15-Jährige, jetzt 16-Jährige. Nein, natürlich nicht. Das war eine Konferenz, so wie hier. Ich habe auch nicht genug Zeit. Ich habe hier nur noch 3 Minuten stehen. Greta organisiert weltweit, oder sie ist Ansporn dafür, dass weltweit Schülerstreiks stattfinden, Studenten- und Schülerstreiks. Selber ist er Teenager, also die Kleinsten sind noch nicht so informiert und da drauf. Aber der nächste ist schon am 15. März und der wird ganz schön gut beworben. Da sind auch so ein paar Sticker auf meinem Laptop dazu drauf, die Grünen, die nicht mit Kochen zu tun haben. Und ja, wenn ihr Kinder habt oder Kinder kennt oder irgendwo die Kinder streiken seht, unterstützt die bitte. Die machen das richtig. Also ohne Druck macht die Politik nichts. Ja, okay. Oh, ich hab's geschafft. Es sei denn, sie tauchen mal auf so einer Konferenz auf. Ja. Der Witz ist, es ist nicht die Zukunft unserer Kinder oder Kindeskinder, es ist unsere Zukunft, es betrifft dich und mich. Ja, aber das ist das, was die Leute, das nicht in die Köpfe geht, dass in 7 Jahren unsere Welt nicht mehr so ist und wir nicht mehr so locker sitzen. Ja. Ah. Ja, du hebst die Hand, deswegen nicht. Ja. Die richtige Zeitskala, auf die man sich anschaut, eine kleine Anmerkung von jemandem, der es
der nachwachsende Die Sonne hat noch ein paar Jahre mehr als wir. Ja. Dann wird Europa nicht nur zu kalt für Landwirtschaft, sondern auch zu kalt für Bewegung. Das ist die Frage. Ich bin noch keine 60. Ja. Ja, hingehen und sagen, wir wählen sie nicht wieder, wenn sie den Scheiß unterstützen. Ach so, jetzt in Parteien, ja, das macht es nicht an Parteien fest dann. Ja?